Ich bin Renan Demirkan und ich bin die Neue im Team der Rosen. Und ich spiele eine Änderungsschneiderin, Jada Kilic. Man könnte das im Deutschen Jada Kilic nennen, aber in Türkisch heißt es Jada Kilic. Und warum ich das so gerne tue, ist es in Memoriam meiner Mutter, weil sie war die allerbeste Änderungsschneiderin von ganz Hannover. Sie ist leider 2005 verstorben, also es gibt es sie nicht mehr. Aber als dann die Roten Rosen bei mir anriefen, beziehungsweise meine Agentin, und sagten, dass sie nach mir fragen, ob ich Zeit hätte. Es ginge um eine Rolle der Änderungsschneiderin. Da habe ich sofort ja gesagt, weil die Änderungsschneiderin lag in der Luft. Bei mir, in meinem Leben, muss also auch irgendwie Karma sein. So habe ich das hier verbunden mit einer Reminiszenz an meine verstorbene Mutter und an alle Änderungsschneiderinnen der Welt, alle unterbezahlten, wunderbaren Frauenhände dieser Welt, die unsere Kleider enger machen, die ihre Familien dadurch ernähren, die ihre Würde dadurch behalten für sich und ihre Kinder. Seien Sie gespannt, ich bin es genauso. Und die Autorin arbeitet fleißig daran, dass sie spannend wird. Also für die nächsten, wie viele Folgen weiß ich nicht, aber bis Juli kommenden Jahres, also 2023, werde ich in diesem Team sein. Freue mich auf alle Kolleginnen und Kollegen, auf alle, die dabei sind. Und ich bin auf keinem der Social Medias, das heißt aber, wenn ihr was von mir wollt, dann meldet euch, da gibt es kluge Leute, die eure Fragen weitergeben und sind auch ganz sympathische junge Leute. Ich bin zwar nicht da drauf, aber die Fragen kommen bei mir an und ich werde sie beantworten, versprochen. Ja, das war's von mir, von Renan, die demnächst Jada ist, bei den Rosen. Dankeschön und hoffentlich mögt ihr alle mal reinschauen. Bin gespannt. Tschüss.